Das Wort der Kollege Thorsten Frey für die CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute. Uiuiui, das war das Falsche. Aber das wird mich nicht umbringen. Wir beraten heute über den Antrag der Bundesregierung über die Verlängerung des Anti-IS-Mandates. Und ich will das an dieser Stelle noch mal verdeutlichen. Für uns als CDU-CSU ist dieser Antrag zustimmungsfähig, mit oder ohne Protokollerklärung. Wir stehen zu diesem Einsatz in der Phalanx mit 64 anderen Ländern, mit 3 internationalen Organisationen, weil wir glauben, dass es politisch notwendig und humanitär geradezu verpflichtend ist, dass wir uns hier engagieren. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, finde ich es nicht okay, wenn beispielsweise so getan wird, als wäre die Basis, von der wir aus operieren, völlig disponibel. Natürlich kann man über Alternativen nachdenken. Aber wenn wir jetzt dabei sind, insbesondere im Irak den IS massiv zurückzudrängen, auf Mosul die Dinge zugehen, in einer solchen Situation darüber zu sprechen, die Basis für unsere Soldaten und unsere Aufklärungstornados zu verlegen, ist doch geradezu unverantwortlich. Und auch der zweite Punkt. Ich will hier feststellen, dass auch für unsere Fraktion das Besuchsrecht bei den Soldaten absolut konstitutiv ist und wichtig. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Das weiß aber auch die Bundesregierung, und deswegen hätten wir auf eine solche Klarstellung auch verzichten können. Und wer wie heute Morgen die Frau Dadelen oder heute Mittag sagt, dass beispielsweise dieses Mandat eine Unterwerfungshandlung der Bundesregierung gegenüber der Türkei und Erdogan wäre, der verkennt Ursache und Wirkung, und der muss zur Kenntnis nehmen, dass wir uns hier in diesem Fall engagieren, nicht für die Türkei und nicht für Erdogan, sondern in unserem Sicherheitsinteresse und in unserer Solidarität mit der internationalen Staatengemeinschaft. Das ist der Punkt. Und ich glaube, ein Ultimatum zu stellen, das sich am Ende nicht gegen Erdogan, sondern umgekehrt gegen uns richtet, ist geradezu töricht. Und deswegen, glaube ich, sind wir hier auf dem richtigen Weg unterwegs. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eine humanitäre Verpflichtung, dass wir uns hier engagieren, weil wir in den letzten 3 Wochen allein 42.000 Flüchtlinge aus Mosul hatten, von denen wir jetzt auch Augenzeugenberichte haben, die diese barbarischen Gräueltaten gegen Menschlichkeit, gegen Andersgläubige, Andersdenkende, Frauen, Kinder noch mal deutlich zum Ausdruck gebracht haben. In einer solchen Situation gibt es eine humanitäre Verpflichtung, das ist das eine, und auch eine politische Notwendigkeit, die sich daraus ergibt, dass wir den IS bekämpfen müssen, um zu verhindern, dass auch in Zukunft eine Terrororganisation über territoriale Machtmöglichkeiten verfügt. Und deswegen muss der IS auch militärisch bekämpft werden. Es darf nicht sein, dass dort Rückzugsgebiete für Terroristen, Ausbildungsmöglichkeiten für Terroristen und Ausgangspunkte für die Ideenwelten von Terroristen sind. Das muss verhindert werden. Deswegen brauchen wir auch einen militärischen Einsatz. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich vollkommen klar ist, dass wenn der IS militärisch besiegt ist, die Ideologie, die Gedankenwelt dieser islamistischen Terroristen nicht verschwunden sein wird. Und deswegen werden wir einen langen Atem brauchen bei diesem Einsatz. Wir wissen, dass der IS dadurch, dass er Steuern eingezogen hat, dass er Öl gefördert und verkauft hat, zwischen Sommer 2014 und Sommer 2015 jeden Monat mindestens 250 Millionen Euro eingenommen hat, was ihn zur reichsten Terrororganisation der Menschheitsgeschichte macht. Und das ist natürlich auch eine Ausgangsbasis, diese Ideologie, diese Verblendung, diesen mörderischen Terrorismus auch ohne territoriale Möglichkeiten weiter auszuüben. Und das ist exakt der Punkt, lieber Herr Nuripur, warum wir heute sozusagen nur über einen Teil unseres Einsatzes sprechen. Das ist der militärische Teil. Ich habe über die Notwendigkeit gesprochen. 133 Millionen Euro wird er kosten.
Das, was wir humanitär tun, das, was wir in der zivilen Krisenprävention, in der Konfliktnachsorge tun, das, was wir tun, um Stabilisierung vor Ort zu ermöglichen, ist ein Vielfaches auch an finanziellem Einsatz, was wir dort erbringen. Und ich will an dieser Stelle einfach das Lob, das heute schon gekommen ist, an die Bundesregierung noch mal unterstreichen, dass es eben tatsächlich so ist, dass wir dort an der Spitze der Entwicklung stehen, dass wir schon im Frühjahr 2015 uns innerhalb der internationalen Allianz für Konfliktnachsorge, insbesondere im Irak, engagiert haben und dass wir dort die Federführung innerhalb der internationalen Allianz übernommen haben, dass wir Konfliktnachsorge betreiben, ganz unmittelbar an den Menschen, wenn es darum geht, sie zu versorgen mit Wasser, mit Nahrungsmitteln, mit Elektrizität, mit Gesundheit, mit Bildung, mit allem, was Menschen benötigen, um Zukunftszuversicht in einer solchen Situation auch haben zu können. Allein das Deutsche Rote Kreuz hat für die Flüchtlinge aus Mosul Kapazitäten von 50.000 Personen geschaffen. All das sind Dinge, die wir tun und die wichtig sind und die in dieses Gesamtbild mit hineingehören. Und wenn wir uns dort engagieren, Strukturen zu stabilisieren, Vertrauen zu gewinnen und zurückzugewinnen, Ownership zu ermöglichen, dann sind das alles Dinge, die letztlich auch erfolgreich sind. Weil wir im Irak in der Hochphase 3,2 Millionen Binnenflüchtlinge hatten, von denen etwa 1 Million schon wieder in ihre Herkunftsorte zurückgefunden haben. Allein in Tikrit sind 90% der Flüchtlinge wieder zurückgekommen, nachdem die Stadt vom ISIS befreit war. Das sind Fakten, die man doch einfach zur Kenntnis nehmen muss. Das sind Fakten, wo man nicht verkürzen darf, nur weil es einem politisch in den Kram passt. Das ist das Gesamtbild, für das wir uns einsetzen. Deshalb ist dieser Einsatz richtig und notwendig und deshalb stimmen wir ihm zu. Herzlichen Dank. Die Kollegin dankt.